Sie laufen die Fifth Avenue in New York City entlang, als sie plötzlich ein Grollen hören. Sie denken, es ist die U-Bahn. Aber wie sich herausstellte, waren die U-Bahnen an diesem Tag außer Betrieb. Das Grollen geht weiter und sie können auch etwas swooshy, wie dichtes unterirdisches Wasser, hören. Oh, könnte es das Magma der Erde sein? Ja, in diesem hypothetischen Szenario sind ihre Ohren auf magische Weise auf das Geräusch von sich bewegenden tektonischen Platten tief unter ihren Füßen abgestimmt. Glückwunsch, sie haben den Hörbereich eines Elefanten erreicht. Mit unserem normalen Gehör wäre das nie möglich. Menschen haben im Durchschnitt ein Hörvermögen, das von 20 Hertz bis 20.000 Hertz reicht. Das bedeutet, sie können etwas hören wie eine sehr, sehr tiefe Bassnote oder so laut wie das Summen einer Mücke, die direkt neben ihrem Ohr fliegt. Unser Gehör ist in jungen Jahren am besten. Eine Studie der Universität von New South Wales besagt, dass ein Kind bis zu 24 Kilohertz hören kann. Wenn wir jung sind, können wir extrem hohe Töne hören. Aber dies tendiert dazu abzunehmen, sobald wir älter werden. Die maximale Hörfähigkeit einer älteren Person kann bis zu 8 Kilohertz absinken. Ich meine, diese Person kann wahrscheinlich nicht einmal die Vögel zwitschern hören oder das Piepen ihrer Mikrowelle. Klänge, die in Frequenzen schwingen, die außerhalb unseres Hörbereichs liegen, sind für die meisten von uns unhörbar. Diese Frequenzen werden als Ultraschall oder Infraschall bezeichnet. Erinnerst du dich, als du die tektonischen Platten rauschen hören konntest? Das ist das beste Beispiel für Infraschall. Aber was ist eigentlich ein Ton? Und können Menschen davon träumen, ihren Hörbereich zu erweitern? Lassen Sie uns von Anfang an beginnen. Schall ist Schwingung. Es handelt sich um eine Welle, die ein Medium benötigt, durch das sie sich ausbreitet. Dieses Medium kann zum Beispiel Luft sein. Oder Gas. Oder sogar etwas Flüssiges, wie Wasser. Nicht so witzige Tatsache. Wenn Sauerstoff aus der Atmosphäre der Erde verschwinden würde, könnten wir nichts hören. Wir könnten sprechen, aber da es kein Medium für Schallwellen zum Reisen gäbe, könnten wir einander nicht hören. Verrückt, nicht wahr? Schallwellen sehen ziemlich ähnlich aus wie dies. Sie sehen hektischer aus, wenn wir einem hochfrequenten Geräusch zuhören, denn hochfrequente Töne haben eine kurze Wellenlänge. Oder sie sehen entspannter aus, wenn es ein niederfrequenten Ton ist, da sie sich in langen Wellenlängen ausbreiten. Das Faszinierende am Schall ist, dass das Leben nicht nur auf die Geräusche beschränkt ist, die Menschen hören können. Im Gegenteil. Tiere haben in der Regel ein größeres Hörvermögen als wir. Wenn wir nur bis zu 20 Kilohertz hören können, können unsere Hunde bis zu 45 Kilohertz hören. Katzen sind sogar noch Ninja-ähnlicher als Hunde. Und sie können Frequenzen bis zu 60 Kilohertz wahrnehmen. Sie können beispielsweise ein Gewitter weit vor uns hören. Deshalb suchen sie Schutz, wenn draußen scheinbar nichts passiert. Aber es gibt hier noch ein weiteres wichtiges Detail. Die Welt ist laut. Ob sie im Dschungel oder in New York City sind, es wird immer eine Menge Lärm um sie herum geben. Wenn wir all diese Geräusche die ganze Zeit hören würden, wäre es verrückter als eine Figur in alles, überall, immer auf einmal zu sein. Glauben Sie mir. Was also macht unser Gehirn? Es wählt nur bestimmte Geräusche aus, auf die es sich konzentriert. Lassen Sie uns visualisieren, wovon ich hier spreche. Nehmen wir an, Sie warten darauf, an einer belebten Kreuzung die Straße zu überqueren. Dort nehmen Ihre Ohren den Klang von Motoren, lauten Hupen, über Ihnen fliegenden Flugzeugen und der Musik aus der Burgerbude an der Ecke wahr. Puh, Sie verstehen, was ich meine. Aber wahrscheinlich wird Ihr Gehirn sich auf den Klang des Verkehrs konzentrieren. Warum? Weil es in diesem Moment für Ihre Sicherheit und Ihr Überleben am wichtigsten ist. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass unser Gehör selektiv ist. Stellen Sie sich vor, Sie würden alleine durch einen dichten Regenwald gehen. Ihre Ohren würden die intensiven Geräusche der Tierwelt um Sie herum wahrnehmen. Vögel, fliegende Insekten, Moskitos und der Wind, der durch die Bäume weht. Doch Ihr Gehör würde aufmerksam auf das Geräusch von echten Raubtieren lauschen. Ich spreche zum Beispiel von Katzen oder Schlangen. Nun, das Lustige an Schall ist, dass wenn wir das Medium ändern, wir einige seiner Gesetze ändern. Über der Oberfläche scheint das menschliche Gehör sehr eingeschränkt zu sein. Aber wenn wir unter Wasser gehen, können wir unser Gehör erweitern.
Laut National Geographic können Taucher ihre Hörweite unter Wasser erweitern. Wenn wir an Land nur bis zu 20 Kilohertz hören können, kann ein Mensch unter Wasser das gleiche Gehör wie eine Fledermaus haben. Etwa 100 Kilohertz. Und nein, Meerwasser verwandelt uns nicht in Supermenschen. Wir wissen nicht genau, warum das passiert. Aber Wissenschaftler haben zwei Vermutungen. Erstens, Schall breitet sich anders durch das Wasser aus. Zweitens hat es mit der Art zu tun, wie unsere Ohren Schall empfangen und wie unser Gehirn ihn interpretiert. Sie sehen, dies ist, wie unsere Ohren von innen aussehen. Wir haben den äußeren Teil, der als eine Art Trichter fungiert. Sie fangen die vibrierenden Wellenlängen des Schalls ein. Nachdem die Wellen durch diesen Trichter gegangen sind, treffen sie auf die Struktur unseres Innenohrs. Unser Trommelfell empfängt die Schallwellen, welche winzige Knochen aktivieren, die mit der Hörschnecke verbunden sind. Die Cochlea ist dieser Teil hier, der aussieht wie das Gehäuse einer Schnecke. Sie besteht aus einer Flüssigkeit, die wie Salzwasser ist. Im innersten Zentrum dieser Cochlea haben wir noch winzigere Härchen, die je nach Frequenz des empfangenen Schalls vibrieren. Einige Haare werden nur durch hochtonige Geräusche aktiviert, während andere Haare mit tieferen Tönen aktiviert werden. Falls Sie sich gefragt haben, warum unser Gehör im Alter schlechter wird, liegt das an diesen Härchen. Menschen werden mit einem Satz Haare geboren. Und wenn sie beschädigt sind, wachsen sie nicht nach. Sie sind extrem empfindlich. Und wenn sie sich ständig lauten Geräuschen aussetzen, werden sie ihr Gehör lebenslang schädigen. Auf der Sonnenseite können diese Haare so empfindlich sein, dass einige von ihnen Ultraschallvibrationen erkennen können. Normalerweise aktivieren wir sie nicht sehr stark, aber Wissenschaftler glauben, dass wir das unter Wasser tun können. Wenn National Geographic recht hat und wir Frequenzen von bis zu 100 Kilohertz hören können, bedeutet dies, dass wir genauso hören können wie Delfine. Und wenn wir das können, bedeutet das auch, dass wir die Echolokation nutzen könnten, um unseren Weg durch das Wasser zu finden. Genauso wie es Delfine tun. Die Echolokation ist eine Form der Navigation durch den Schall. Einfach ausgedrückt. Es ist, als würde man mit den Ohren sehen. Wie ist das möglich? Fragen Sie vielleicht. Nun, Sie haben sicherlich schon von Sonaren gehört, oder? Es handelt sich dabei um ein Instrument, das Schiffe benutzen, um unter Wasser zu suchen. Ein Sonar sendet sehr schnelle Schallimpulse aus, die vom Meeresboden abprallen und zurückkommen. Auf diese Weise können Sie die Wassertiefe ermitteln, Schiffswracks finden und sogar geologische Formationen entdecken. Das ist ziemlich genau das, was Delfine machen, um sich zu orientieren. Sie geben Klickgeräusche ab, um das Wasser nach Nahrung und anderen Tieren abzutasten. Die Art und Weise, wie der Schall zu ihnen zurückprallt, hilft ihnen zu identifizieren, was vor und um sie herum im Wasser ist. Solch faszinierende Kreaturen, diese Delfine. Nun, wir haben über Ultraschallgeräusche gesprochen. Aber was ist mit Infraschall? Infraschall sind Frequenzen im niedrigen Bereich, alles was unter 20 Kilohertz liegt. Leider haben wir nicht den gleichen Hörbereich wie ein Elefant. Wir können zum Beispiel nicht hören, wie eine Ameise ihren Weg durch einen unterirdischen Tunnel bahnt. Und da unsere Ohren nicht darauf programmiert sind, diese Frequenzen zu hören, kann eine ständige Exposition gegenüber Infraschall unser Gehör schädigen. Es gibt viele Dinge, die vibrieren unterhalb der durchschnittlichen menschlichen Hörfähigkeit. Die häufigsten in unserem täglichen Leben sind Windkraftanlagen, das ständige Dröhnen eines vollen Fußballstadions oder sogar zu nah an einer Soundbox, BI, einem Hip-Hop-Konzert zu stehen. Wenn Sie wollen, dass Ihr Gehör ein langes Leben hat, vermeiden Sie am besten eine lange Exposition gegenüber diesen Szenarien. Die meisten natürlichen Phänomene schwingen auf Infraschallebene. Wenn du also in den Alpen Skifahren würdest und außerhalb unseres normalen Bereiches hören könntest, könntest du vielleicht eine Lawine vorhersagen. Das wäre cool, oder?